Hallo, hier ist der Ralf von Jotteland. Herzlich willkommen hier im Jottenland sozusagen. Ihr seid hier im Ladegeschäft von uns. Und für viele von euch ist sicherlich der Weg relativ weit, um hierher zu kommen. Wir freuen uns aber immer, wenn uns jemand besuchen kommt und sich hier bei uns umschauen möchte. Wenn ihr direkt mit mir sprechen wollt, dann vereinbart am besten einen Termin. Dann bin ich auch da für euch. Ansonsten haben wir hier als Mitarbeiterinnen noch die Simone und die Doro. Die sind aber, was gerade was Frage um Schwarzzelt und so weiter geht, nicht die bevorzugte Ansprechpartnerin. Da müsst ihr euch dann schon mit mir auseinandersetzen und deswegen einfach gucken, dass ich da bin. Wir sind hier vorne in unserem Ladegeschäft. Wenn ihr euch hier ein bisschen umguckt, dann seht ihr hier viele Kleinigkeiten einfach, zum Beispiel hier das Kochsortiment von Petromax, hinten dran unser Bücherregal mit da einige schöne Outdoor-Handbücher. Viele andere Dinge hier, die ihr euch angucken könnt, auch auf der anderen Seite drüber nochmal Bücher und da auch so eine Feuerhand und diverse Werkzeuge und Utensilien, die ich so Outdoor so brauchen kann. Diese Dinge stehen deswegen hier im Ladegeschäft vorne, weil einfach unser Schaufenster doch für Laufkundschaft, Offenburger Kunde, mit dem einen oder anderen Artikel interessant sein kann, wo auch vielleicht jetzt der Bezug zu der Schwarzzelte nicht da ist. Da sind die Offenburger noch ein bisschen entwicklungsbedürftig, sagen wir es mal so, dass jeder sein eigenes Schwarzzelt nachher im Garten stehen hat. Aber wie auch immer, hier vorne sind die Artikel, die quasi so einfach für jemanden, der vorbeikommt, interessant sein kann zum Schmökern. Ja, und jetzt möchte ich euch bitten, mir einfach zu folgen. Kommt hier mit mir weiter in unserem Dreh- und Angelpunkt. Hier ist der Flur von Jotteland sozusagen. Da sind wir gerade ein bisschen am Umräumen, deswegen ist es auch relativ leer. Zu bewundern gibt es hier vielleicht diesen alten Werkstatt-Schubladeschrank. Da musste ich einfach zugreifen und der ist auch ganz praktisch für kleine Geschichte hier, zum Beispiel unseren Jotteland-Aufnäher. Da kann man schön sortieren und Kleinteile dann drin aufbewahren. Da haben wir viele andere Dinge. Unser Gruschelregal für diverse Petromax-Einzelteile haben wir hier drin. Ist noch mehr. Wahrscheinlich hätte ich gleich zwei von diesen Schränke abgreifen sollen. Und aber der hat so schön reingepasst. Das fand ich erstmal gut. Ja, wenn ihr hier weiter guckt, dann könnt ihr einen kurzen Blick in unser Büro erhaschen. Da haben wir also drei Arbeitsplätze, also meinen Arbeitsplatz, der Simone ihren Bildschirmarbeitsplatz und die Doro, die unsere Buchhaltung macht, die einfach auch zeitweise hier ist. Die oder wir können dort drin arbeiten, aber ich möchte euch jetzt einfach bitten, mir weiter zu folgen in die hinteren Räume unseres Ladengeschäfts. Hier im Vorderbereich, da haben wir, also erstmal überall haben wir Lagerfläche, überall muss irgendwas gelagert werden von unseren Artikeln, die wir hier direkt von hier aus versenden. Wir stehen jetzt aber hier im Vorderbereich, wo wir unsere T-Shirts produzieren, also auch zum Beispiel dieser Aufdruck hier, das ist eine Eigenproduktion von uns. Wir machen zum Beispiel aktuell T-Shirts für die Ministrandewallfahrt nach Rom. Da haben wir einfach eine Kollektion von Textilien, die mir bedrucke, wo sich die einzelne Gruppe raussuchen können, welche Farbe, welcher Schnitt, welcher Aufdruck. Möchte ich noch einen Namen aufs T-Shirt, möchte ich noch meinen Gruppenname oder mein Gruppenlogo auf der Rücke des T-Shirts haben. Solche Dinge machen wir hier. Das sind im Grunde alles Einzelstücke, die man hier anfertige. Da sind wir so ein bisschen spezialisiert drauf. Und zurzeit geht hier fast am meisten, weil wir werden hier bis zum Sommer ungefähr wohl 10.000 T-Shirts durchlassen müssen, die dann hier auf der Maschine, wenn ihr euch umdreht, einfach auch gepresst wäre. Seht ihr hier. Heute ist schön aufgeräumt, weil ich zu der Simone gesagt habe, dass ich hier dieses Video auch drehen möchte.
Aber ja, schaut euch um, es ist aufgeräumt. Normalerweise stehen hier Berge von Kiste und man sieht nicht viel vom Laden. Das haben wir jetzt alles ein bisschen besser organisiert. Ja, wir gehen weiter in den hinteren Bereich von unserem Laden. Folgt mir einfach. Ja, hier im hinteren Teil seht ihr auch erstmal vor allen Dingen Lagerfläche. Also hier lagert auch so vieles von dem, was mir verschicke. Zum Beispiel hier, um einfach mal ins Regal reinzugreifen und ein kleiner Gimmick zu zeigen, ist unsere rote Jungenschaftsjacke. Die haben wir neu im Sortiment. Wir fanden die sehr ansprechend in dieser Farbe. Vielleicht interessiert es euch. Vielleicht steht er unbedingt auf Schwarz, aber Schwarz haben wir auch. Ja. Was aber der zentrale Punkt hier ist, ist unser Versandbereich. Hier ist unser PC-Arbeitsplatz für alle Pakete, die hier durchgehen. Also alles, was wir ab Lager Offenburg verschicke, wird hier gepackt, kommissioniert, gerichtet, gelabelt und geht dann raus an euch. Viele Dinge andererseits verschicke mir aber auch direkt über die Hersteller. So zum Beispiel alles, was groß und schwer ist, das geht über die Auslieferungslager von Tortuga zum Beispiel und auch unsere anderen Hersteller und Lieferanten raus. Was wir hier jedoch haben, ist das ganze Zubehör und vor allem diese Dinge, wo wir glauben, dass mal einfach eine Zusammenstellung ein bisschen auf die Qualität oder auf die Nützlichkeit oder Nachhaltigkeit und so weiter auch immer drauf schauen kann, so dass ich glaube, dass Jodeland sich da ein bisschen einfach mit einem runderen Sortiment zeigen kann, wie alle unsere Mitbewerber, die quasi komplett aus dem Pool von der Hersteller dann auch liefern. Ihr kriegt bei uns auch alles an Einzelteile. Also wenn euch an einer Jodde oder einer Zeltstange oder sonst irgendwas irgendein Ersatzteil verloren geht, wir haben hier ziemlich viele Dinge, wo man dann gruscheln kann. Also ein bisschen zu der Öse, um die entsprechend einzusetzen. Das kriegt ihr alles hier und ich sage jetzt mal in aller Regel auch die Originalteile, die die Hersteller verwende für die Produktion von der Code- und Jodeplane. Aber hier schon nicht fertig. Ich möchte euch einladen, einfach noch weiter mit nach hinten zu gehen. Ja, unsere Stoffe und Seile, die haben wir hier jetzt etwas versteckt. Also auch alle Stoffe, aus denen unsere Zelte genäht sind, die kriegt er hier. Wir haben hier unser Seilsortiment. Gerade wenn jemand kommt und Meterware braucht, dann kann man die hier runterschneiden. Und ja, wenn man hier unten mal guckt, da stehen jede Menge Tentipi-Zelte. Auch da sind wir seit einiger Zeit Händler von Tentipi. Einfach aus dem Grund, weil uns die Zelte begeistert haben. Sie sind nicht schwarz, aber ich kann ein Feuer drin machen. Und es ist eine sehr elegante Konstruktion, die reiflich durchdacht und super schnell aufzubauen ist. Wir gehen noch weiter nach hinten. Ihr merkt, der Lade geht unheimlich in die Tiefe. Das hätte man sich vorne beim kleinen Schaufenster gar nicht gedacht, aber wir gehen einfach quasi eins weiter nach hinten. Der Raum hier auch Durchgangsraum, aber ihr seht, hier sind wir quasi im reinen Lagerbereich angekommen. Hier steht relativ viel Petromax-Geschichte, wobei wir auch die zum Teil außer Haus lagern, weil so viel Petromax kann man gar nicht in seine eigenen Räume unterbringen, außer man hat eine große Halle zur Verfügung. Ja, vielleicht hier, wenn ihr mal hier mit mir rüberkommt, habe ich euch auch noch eines unserer Tabs zu zeigen. Und so, da hat unsere Näherei beim Auftrag, den wir hatten, einen kleinen Fehler gemacht. Und zwar hat sie, also wir haben die Tabs in zwei Varianten, einmal 3 Meter auf 2,20 Meter und einmal 3 Meter auf 3 Meter, also die quadratische Version. Jetzt hat sie uns aber einige genäht in 3 Meter mal 2,80 Meter, weil irgendjemand die Maße falsch gelesen hat. Das ist nicht schlimm. Die Plane ist quasi fast quadratisch. Sie ist einzusetzen wie eine quadratische Plane. Aber man könne sie eben nicht als 3 mal 3 Meter verkaufen. Deswegen verkaufen wir sie als 3 mal 2,80 Meter und das deutlich günstiger. Das heißt, wir rufen hier quasi nur der Material- und Arbeitspreis auf, damit wir die auch wieder
quasi unters Volk bekomme. Hier habt ihr also die Chance, ein Schnäppchen zu schlagen. Solange die also vorrätig sind, schaut bei uns im Shop. Ich werde euch auch den Link unten in die Beschreibung reinmachen. Dann könnt ihr euch hier noch einen Tarp, einen Baumwolltarp, günstig holen bei uns. Ja, hier lagert viel. Hier sind zum Beispiel Jürtedächer, die sind für die DPSG Freiburg. Die werden wir wahrscheinlich das erste Mal zusammen mit der DPSG in Westernohe auf der Veranstaltung Leuchtfeuer löschen und möglich aufbauen. Noch lege ich sie hier, die müssen wir dann, wenn es ans große Paket geht, dann dort einladen. Aber wir können noch weiter nach hinten gehen. Kommt einfach mit. Ja, und hier kommen wir jetzt in unseren Stangelager, Seilelager. Auf der einen Seite seht ihr hier unsere ganze Jottestange in diverse Länge und diverse Dicke. Jottekreuze, Kodekreuze, was man so alles braucht, um sich seine Jotte und seine Kode aufzubauen. Hier auf dieser Seite, dieser ganze Kartonstapel, sind sämtliche Aufstellstäbe. Auch da gibt es verschiedene Länge, verschiedene Dicke. Da versuchen wir alle Vorliebe, die ihr so habt, letztendlich auch zu befriedigen. Und vielleicht als spannendstes Teil, wenn wir hier einfach nochmal auf die andere Seite rumgehen. Der Modest hat uns eine alte Pfaff-Industrienähmaschine überlassen. Da will der Unterfaden noch nicht so richtig. Also wenn ihr mir hier einen Tipp habt, wie ich diese Maschine mit dem Unterfaden zum Laufen bringe, dann bin ich da ganz offen und ganz Ohr. Ansonsten ist sie top, also super ein Schuss mit einem Kupplungsmotor, das heißt, da ist so richtig Bums und Power dahinter. Und ja, also wir machen keine Reparatur, um Gottes Willen, kommt da nicht eine falsche Idee. Aber einfach für unser eigenes Material, was wir so auf Veranstaltungen nutzen und in der Garage liegen haben, dafür ist dann doch ganz interessant, so eine Maschine auch im Haus zu haben. Und jetzt werden wir hier noch die Treppe hochgehen. Und hier oben sind wir dann auch gleich im letzten Raum von Jottenland angekommen. Hier lagern unsere Pullis. Das ist unser Wintergeschäft, also quasi was uns im Winter so ein bisschen über Wasser hält. Hier vielleicht auch unsere Strickmütze und in der Qualität. In verschiedene Qualitäten haben wir auch noch diese klassische Seemannstroja mit dem hohen Kragereißverschluss. In reiner Schurwolle, auch reine Bio-Schurwolle haben wir zur Verfügung, aber auch Mischgewebe oder Mischgarne, sagt man in dem Fall, mit Kunststoffwolle gemischt oder auch reine Polyester, Polyacryl-Pullis. Ja, wenn wir jetzt noch vorgehen ans Fenster, können wir vielleicht noch einen kleinen Blick in unseren Hof erhaschen. Da weiß ich nicht genau, wie das die Lichtverhältnisse ausmache, aber wir werden einfach mal schauen. Ja, hier könnt ihr euch jetzt nochmal umgucken. Ihr seht lauter Pullover, Pullover, Pullover. Ich kann die Mütze hier mal wieder runterziehen. Und wenn ihr einen Blick rauswagt und die Kamera das schafft, dann könnt ihr wohl zumindest unsere Jotte im Hof erahnen. Da seid ihr bereits häufig gewesen, die muss ich euch heute jetzt an dieser Stelle nicht zeigen. Wenn nicht, dann müsst ihr einfach unseren Kanal abonnieren, da habt ihr immer schöne Einblicke aus der Jotte raus. Ja, hier sind wir jetzt auch am Ende unseres Ladens angekommen. Ihr merkt, man kann relativ weit nach hinten rauslaufen und auch noch etwas in die Höhe. Da habt ihr jetzt alles gesehen. Ich freue mich, dass ihr reingeguckt habt. Wie gesagt, ihr seid immer herzlich gern willkommen. Wenn ihr selber mal vorbeikommen wollt, macht einfach nur einen Termin aus. Dann bin ich auch da für euch. Und ansonsten abonniert unseren YouTube-Kanal, dann könnt ihr immer mal reingucken. Und bis dahin sage ich Tschüss, euer Ralf von Jottenland.